Aber es ist alles, was ich habe. Ich mache mich sofort auf den Weg, damit ich noch den Nachtzug erwische. Doch, dann aber schnell dahin, auf jeden Fall ein paar Stunden später. Ja, ein paar Stunden später halt. Von Paris nach Marseille ist es bestimmt nicht ganz so weit, denke ich mal, oder? Ja klar, hier kreisen direkt wieder die Möwen. Was ist auch sonst? Es ist fast Sonnenaufgang, als ich in Marseille ankomme. Ich verfolge die Spur von Condor Transglobal bis zu einer heruntergekommenen Dockanlage. Na, dann gucken wir doch mal, was sich hier so in Marseille an den fiesen Docks alles so für Gesindel herumtreiben könnte, wird. Ach, guck mal, da wird dann direkt die Kamera umgeschwenkt. Ja klar, kletter direkt an den Zaun ran, du Depp, du. Klettert der direkt daran? Was ist los? Keine Ahnung. Der Hund fing ohne erkennbaren Grund an, Amok zu laufen. Das ist Teil seiner Ausbildung. Das soll mögliche Eindringlinge abschrecken. Oh, ich verstehe. Okay, tut mir leid. Ist schon okay. Denken Sie nur dran. Er ist ein ausgebildeter Wachhund. Ein Killer. Okay, das heißt also letzten Endes, wenn ich dafür sorgen kann, dass der Hund weg ist, dann kann ich hier ohne Probleme drüber gehen, ne? Vielleicht das Vorhängeschloss öffnen und dann einfach abzischen oder so? Ja, ist ja gut, ey. Stehen ohne Vorhängeschlüssel mit der bloßen Hand aufzubrechen, war noch nie meine starke Seite. Mein Gott, ist ja gut. Was haben wir denn da? Ein Fenster. Dann gehen wir mal zum Fenster. Hä? Was macht der denn jetzt? Ja klar, der wirft seine Bierpulle weg. Was macht der? Also, hi, Umweltverschmutzer, du. Wissen Sie, wie spät es ist? Nein, ich habe keine Uhr um. Wie mein Daddy immer gesagt hat, ich glaube nicht an die Zeit, Mann. Na egal, auf jeden Fall sind Sie zu früh. Zu früh wofür? Würde ich mal sagen. Schauen Sie sich mal diesen Brief an. Das ist ja pervers. Haben Sie das geschrieben? Oh nein, der Brief ist von einem Bewunderer meiner Freundin. An Ihrer Stelle würde ich ihm mit meiner Faust die Vorderzähne neu formatieren. Nicht ganz mein Stil, aber danke für den Tipp. Der Brief muss ja furchtbar sein, was da alles drinstehen mag. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Nee, Kumpel. Was soll das sein? Ein Giftpfeil zum Jagen. Was jagt man denn damit? Mäuse? Nein, Affen und so. Die Spitze wird in Gift getaucht. Hey, was haben Sie denn gegen Affen? Ich liebe Affen. Das habe ich nur so als Beispiel gesagt. Tun Sie das lieber nicht. Ja, sonst wird er noch ganz komisch. Was gibt's zum Essen? Bohnen. Wussten Sie, dass ein Mensch sich alleine von Bohnen ernähren kann? Der hier nicht. Werden Sie eigentlich die Bohnen nie leid? Klar, ich brauche schließlich auch mal Abwechslung. Und was essen Sie dann? Erbsen. Kann ich aber nicht zu oft essen. Die schlagen mir immer gleich auf die Verdauung. Haben Sie schon mal daran gedacht, Ihre Ernährung umzustellen? Was ist denn so schlicht an Bier und Bohnen? Muss ich Ihnen das wirklich noch sagen? Sie pumpen ja genug Methan raus, um einen Zeppelin zu füllen. Ja, du. Ja, stimmt. Obwohl, wegen Bier, wegen dem Bohnen. Wegen dem Bohnen kann ich mir das gut vorstellen, aber wegen Bier stoßt man doch kein Methan aus, oder? Haben Sie jemals von Professor Aubier gehört? Ich? Von meinen Freunden ist keiner Professor oder so. Ja, ist ja gut. Hab's ja verstanden. Ich habe hier dieses sehr exotische Höschen. Dann steck es auch schnell wieder weg, du perverse Sau. Okay, das fand er wohl nicht so wirklich. Also, irgendwie hat er keine Lust wohl, mit mir Zeit zu verbringen. Schade eigentlich. Ich bin auf der Suche nach einer jungen Frau. Bei den Docks? An was für eine Art Frau haben Sie denn so gedacht? Sie verstehen mich falsch. Ich versuche, meine Freundin zu finden. Ach so. Also, ich habe sie nicht gesehen. Und Sie können ihr ausrichten, dass die Docks kein Platz für eine junge Lady sind. Hier ist es dreckig und gefährlich. Tja, das weiß ich auch. Ich bin sicher, meine Freundin wurde hier hingebracht, nachdem man sie entführt hat. Was? Ihre Freundin wurde entführt? Ja, von einem Indio mit einem vergifteten Pfeil betäubt. So wie der, den Sie mir gezeigt haben? Genau der. Ich bin mir ziemlich sicher, er glaubt mir kein Wort. Schon mal was von der Condor Transglobal gehört? Klar, die haben ein Lagerhaus hier. Also könnte ich mir das mal ansehen? Erst nach den Ferien. Schauen Sie in einem Monat nochmal vorbei. Ein Monat wird ein bisschen ist ein bisschen lang auf jeden Fall. Ich muss bei der Condor Transglobal was abliefern. Wo ist Ihr Lieferwagen? Etwa eine halbe Meile die Straße runter. Und Sie sind bis hierhin marschiert?
Oh Mann, sind Sie verrückt oder so? Nö, war ganz leicht. Einfach immer einen Fuß vor den anderen setzen. Kann ich jetzt meinen Kram abliefern? Nicht ohne die nötigen Papiere. Sie holen erst die Papiere, dann gehen Sie abladen und ich behalte meinen Job. Guter Plan, was? Meine Lügengeschichte vom armen Auslieferungsfahrer bringt mich auch nicht weiter. Na toll, weil die Papiere kriege ich ja niemals. Wissen Sie, was für Geschäfte die Condor macht? Ich werde dafür bezahlt, das Tor zu bewachen. Deren Geschäfte gehen mich nichts an. Gehört der Hund Ihnen? Nö, der gehört zu diesem Job dazu. Ich füttere ihn nur ab und zu. Eher ab als zu, oder? Wie heißt der Hund denn? 20. Ungewöhnlicher Name für einen Hund. Das ist seine Registriernummer. Wachhund Nummer 20. Klar, 20, komm mal her. Psst. Hey, 20. 20. Hat Nummer 20 vielleicht die Tollwut? Nö, nur schlechte Laune. Wie gesagt, er ist ein ausgebildeter Kampfhund. Sie haben ihn als Welpen genommen und irgendwas in seinem Kopf verdreht, um ihn so zu machen, wie er ist. Na toll, das ist ja wirklich sehr lieb von denen. Wie spät ist es überhaupt? Der große Zeiger ist auf der 4. Warum sind Sie nicht im Bett? Ich kann alles erklären. Geben Sie sich keine Mühe. So sehr interessiert es mich eigentlich gar nicht. Der große Zeiger ist auf der 4? Und wo ist der Kleine? Könnt ihr... Hä? Das weiß ich ja immer noch nicht, wie spät. Um 7 Uhr öffnen Sie die Tore. Um 7. Macht es Ihnen was aus, wenn ich hier warte, bis die Docks aufmachen? Wie Sie möchten. Aber Sie müssen ziemlich viel Geduld mitbringen. Heute ist Sonntag und morgen fängt der nationale Urlaub an. Alles bleibt für einen Monat geschlossen. Als hätte ich's geahnt. Ich muss jetzt wieder los, aber ich komme zurück. Kann ich kaum erwarten. Boah, wie beschissen ist das denn? Ein Monat und... Wie soll ich das denn in irgendeiner Art und Weise hinkriegen, Kamin? Könnte heiß sein, ne? Fass ihn doch nicht an, du! Mann, ist das heiß! Nuss, ey. Mann, ist das heiß. Wir haben das ja schon mal hier mitprobiert, aber warum... Das Höschen ist nicht dick genug, um diese Hitze abzuhalten. Okay, haben wir denn sonst noch etwas? Ein Wurm, Lippenstift, vielleicht das Schreiben von der Condor Transglobal, so. Naja, gut, gehen wir erstmal runter, weiter gucken. Beim Hund und dem Käfig kann ich ja wirklich gar nichts machen. Das ist eine Flasche. Flasche! Komm her, aber da komme ich bestimmt nicht dran, ne? Ja, die Flasche treibt gerade soeben außerhalb meiner Reichweite. Mich bekommt nichts und niemand in dieses Wasser, wenn es nicht um Leben und Tod geht. Ah, toll. Ach, guck mal, da ist direkt ein Haken. Und mit dem Haken, was kann man mit einem Haken machen? Na, wisst ihr es? Sich den Rücken kratzen. Oder Flaschen. Der Stab hat einen Haken an einem Ende. Aus dem Wasser ziehen. Ich nehme einen Bootshaken. So, wo ist er? Das soll der Haken sein, na dann. Dann gucken wir mal und nutzen wir mal unseren Allzweckhaken, um die Flasche, die Bierflasche rauszuziehen. Wusste ich's doch, dass dieser Bootshaken für irgendwas sehr praktisch sein würde. Was die Flasche angeht, naja, selbst wenn ich keine Verwendung dafür finde, dann habe ich doch wenigstens die Docks ein bisschen sauberer gemacht. Eigentlich müsste ich ja jetzt hochgehen und den komischen Kerl zeigen, dass das so nicht funktioniert, seine Flaschen einfach ins Wasser reinzuschmeißen. Die verrotten doch nicht, die Dinger. Aber naja, egal. Ich kann mich wieder dran erinnern. Zack! Die Flasche ist halb voll Wasser. Vielleicht genügt das, um den Kegel so weit abzukühlen, dass man ihn anfassen kann. Bestimmt sogar, Georgie. So, und jetzt dann... Jetzt kann ich in das Kaminrohr reinsehen. So, und jetzt schmeißen wir direkt die Flasche hinein. Wow. Ich kann mich so gerade noch dran erinnern, wie es weitergeht. Die Flasche verstopft den Kamin. Und in der Hütte sammelt sich der ganze Qualm. So, das ist jetzt mein Zeitpunkt. Früher ging das immer mit so einem Doppelklick. Hatte ich eigentlich nie Probleme und konnte quasi sofort den Bildschirm wechseln. Ich weiß nicht, war das bei dem ersten Teil auch so? Das weiß ich gerade gar nicht. Ja, klar, kletter rein. Das kriegt er bestimmt nicht mit. Ja? Das Paket ist voller Hundekuchen. Bitte fass nicht schon wieder den Herd. Sag mal, ist der bekloppt, ey? Ofen gleich Hitze, Hitze gleich Verbrennung, Verbrennung gleich unerträgliche Schmerzen. Ehrlich, du bist so Panne. Okay, mehr gibt's hier auch gar nicht zu machen. Ich wollte mal einen Doppelklick machen, aber es geht einfach nicht.
Oh, bam. Er ist wieder drin. Er ist wieder drin. Er ist wieder dran. Wir müssen den Hund wegkriegen. Wir haben ja jetzt unsere Leckerlis bekommen. Also. Hey, 20. Komm und hol's dir, Kleiner. Das ist schon mal die erste Variante. Also nicht die erste Variante. Das erste, was wir machen müssen. Und das zweite, was mir jetzt in der Seele wehtun wird. Ich habe ja leichte Gewissensbisse, den Hund einfach ins Wasser zu schmeißen. Aber das vergeht schnell wieder. Und auf Wiedersehen, 20. Da ist er reingeplumpst. Wie ich es erwartet hatte, schwamm der Hund wie, na eben wie ein Hund. Naja. Und jetzt noch einmal bitte bellen. Ich glaube, er bellt noch einmal, ne? Na, ich hab's doch geahnt. Ach ja, Doppelklick geht ja nicht. Ach Gottchen. Also, den Hund haben wir jetzt außer Gefecht gesetzt. Der Wachmann ist wirklich ein total cooler Wachmann. Vor allem, wieso ist jetzt der Qualm abgezogen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber egal, ich fand das Spiel damals cool und ich finde es immer noch cool, weil die Dialoge cool sind, weil die Charaktere cool sind, weil die grafischen Artworks, ne, in der Umgebung, in der man sich bewegt, einfach cool ist. Ich mag es. Ich liebe es, um genau zu sein. So alte Adventure sind einfach echt cool. So. Ja. Pont du... Was? Pont du Nord. Also wahrscheinlich nördliche Brücke, ne? Da steht Pont du Nord. Herstellung exquisiter Weine. Ich kenne die Marke nicht. Ja, dann scheint es wohl nicht... Da ist auf jeden Fall eine Tür. Laufen wir mal weiter, bevor wir irgendwo reingehen. Ja, komm, bitte ein bisschen weiterlaufen. Hier ist auf jeden Fall eine Leiter. Eine Leiter. Na, komm schon. Und bitte 1, 2, 3. Wie graziös er die Leiter hochklettert. Graziös. Ich glaube, beides ist vollkommen in Ordnung, ne? Guck mal, da ist der Idiot, der hier, der mir eins über den Schädel gehauen hat. Ich komme nicht an die Blätter des Ventilators ran, was aber wohl auch ganz gut ist. Aber wenn ich meine Finger da reinstecke, brauche ich mir nie wieder eine Gitarre zu kaufen. Aber wie, ja gut, einhändig, obwohl es geht einhändig. Ich habe also sogar schon Leute gesehen, die mit den Füßen, die haben wirklich mit ihren Füßen, haben sie da dran rumgezuppelt, an so... Wo habe ich das denn nochmal gesehen? Habe ich das hier vielleicht bitte beim Supertalent oder so gesehen? Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube ja. 1, 2, 3. Und verkantet. Das funktioniert. Der Ventilator schmorte kurz auf und brannte dann durch, als der Bootshaken seine Rotorblätter verkeilte. Hey, wenn du nochmal so einen Lärm machst, breche ich dir beide Arme. Dieser Rüpel braucht dringend eine Lektion. Karsak ist schon sauer genug, weil wir den Stein nicht bekommen haben. Wenn du irgendwelchen Ärger machst, erzähle ich ihm, dass das alles deine Schuld war. Karsak? Das muss sein Chef sein. Karsak ist dieser blöde... Also die Tür... Okay, da ist eine Tür. Ja, wunderbar. Auf jeden Fall, Karsak ist dieser grauhaarige Typ, ne? Karsak ist auf jeden Fall dieser grauhaarige Typ, der Nico dort irgendwo verschanzt hat. Und anscheinend scheint die da irgendwo zu sein. Wow, das hat es gebracht. Toll, wir schmeißen hier die exquisiten Weine durch die Gegend. Och, ich glaube, ich muss jetzt gleich einmal speichern, weil nämlich man kann sogar im Vergleich zu... Ah nee, Quatsch, im ersten Teil konnte man ja sogar auch sterben. Wo speichere ich denn gleich nochmal? War das hier? Speichern. Genau. Und Spiel wurde gespeichert. Bitte einmal anklopfen. Wegquatschen einfach mal. Ich habe ja gespeichert. Ja? Wer ist da? Der Pizzaservice...
Die Polizei Condor Transglobal. Ist das hier die Condor Transglobal? Hier ist keiner. Verschwinde! Du hast 5 Sekunden, bevor ich die Tür einschlage und reinkomme. Okay, ich komme schon. Er klingt nicht gerade überglücklich. Ich glaube, das ist nicht wirklich die beste... Oh Gott, 5 Sekunden, dann kommt er, oder was? Und dann kann ich ihn damit wahrscheinlich ablenken, oder? Okay, er sucht mich. Er sieht aber auch, ne? Sehr kantig auf jeden Fall aus, also im Vergleich zu uns auf jeden Fall sehr. Ja, geh. Genau. Kann ich es jetzt noch einmal machen? Ehrlich? Damit kann ich den jetzt runterschmeißen. Was ist das denn für ein Aufpasser? Der hört das auch nicht, dass das Ding... Guck mal, wie der sich gefreut hat, der George. Super. Der hat sich ja richtig gefreut. Schade, ich hätte eigentlich noch andere Gesprächsoptionen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der George sofort sagt, hier, 5 Sekunden und dann kommst du, ansonsten... Ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Hab gar nicht genau darauf geachtet. Aber hier ist ja noch jemand. Muss man gucken, dass man den auch noch irgendwie ausschalten kann, ne? Unter den ganzen Papieren an der Pinnwand fiel mir ein Dokument besonders ins Auge. Ein Lieferschein von Condor Transglobal. Und die Adresse lautete Caramonte City. Wo auch immer Caramonte City genau ist, da ist auf jeden Fall noch eine Schublade. Da ist noch ein Aktenschrank. Dann öffne ich die auf jeden Fall mal. Achso, der öffnet direkt... Was habe ich denn jetzt eingesteckt? Das einzig Interessante hier ist ein kleiner Messingschlüssel. Okay. Dann noch der Aktenschrank. Abgeschlossen? Abgeschlossen. Ja, natürlich. Aber ich habe doch jetzt so einen kleinen Messingschlüssel, ne? Da ist er. Nee, okay. Der kleine Messingschlüssel passt nicht in das Schloss. Okay, wir haben es ja schon einmal probiert. Vielleicht geht das ja ein zweites Mal. Ah, dann eben nicht. Komm. Aber da, pass auf, George. Halt! Nicht schießen! Ach, das der ist der... Kerl hat ein Blasrohr. Das bestätigt meine Vermutung, was mit Nico passiert ist. Ich warte, dass er schießt, aber nichts passiert. Stattdessen will er mir wohl etwas sagen. Was will er... Was? Was willst du? Er ist aufgeregt, fast verzweifelt. Was ist ihm so wichtig? Dann reden wir mal mit dem, also auf jeden... Hi, ich tu dir nicht weh. Caramonte! Kommst du daher, aus Caramonte City? Caramonte! Caramonte! Okay. Der ist ja völlig verzweifelt, der Kerl, ne? Was hast du mit meiner Freundin gemacht? Ich gehe nicht ohne sie weg. Wo ist sie? Er scheint mich nicht zu verstehen. Ich habe auch so das Gefühl. Vielleicht mag der ja Hundekekse. Sag mir, was du mit Nico gemacht hast und ich teile diese Kekse mit dir. Ich weiß, klingt etwas lahm, so mit einer Packung Hundekuchen zu verhandeln. Außerdem, woher soll er wissen, wie gut die schmecken? Genau, vielleicht schmecken die ja sogar. Weißt du, was das ist? Petu, Lotse Kap, Petu, Injakotla, Kohina Mutu. Was? Ich glaube, der mag das einfach nicht. Mit diesem Pfeil hast du meine Freundin vergiftet. Wenn ihr irgendwas zustößt, mache ich dich persönlich dafür verantwortlich. Lotzekap, Pichu, Fnort. Was Fnort? Gesundheit. Was schließt man mit diesem Schlüssel auf? Ach, guck mal, der ist sogar gefesselt. Boah, was? So klein ist der? Der sah aber im Intro irgendwie ein bisschen größer aus, fand ich. Wer war das? Der große Blödmann? Ich lasse dich jetzt frei, okay? Der ist ja gar nicht riesig. Der sah aber auch im Intro, glaube ich, viel männlicher aus. Zack, weg ist er. Hey, komm zurück. Der ist weg. Warum hat er den auch sofort befreit, ohne ihn noch irgendwie ein bisschen auszuquetschen? Ah, super. Weg ist er. Na toll. Der Kleine geht zwischen den Kisten auf Tauchstation. Na super. Naja, gut. Dann machen wir mal weiter. Und zwar nämlich den Knöpfel drücken. Und warten.
und warten und warten und warten. Und dann warte ich immer noch 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 und dann warte ich und was, hä? Was macht der denn jetzt? Gerade noch rechtzeitig. Ich habe den Lichtstrahl unterbrochen, damit sich die Tür nicht schließt. So kann niemand anders den Aufzug benutzen. Aber was jetzt? Ja, eben, was jetzt? Kann ich das... Komm, schieb die Kiste schnell davor. Hoffentlich ist die Kiste nicht zu schwer oder so. Das wäre natürlich echt scheiße. Oh, Gott sei Dank. Damit dürfte sich diese Tür nicht mehr schließen. Haben wir ja noch mal ein bisschen Glück gehabt, ne?